Hallo alle zusammen. Heute werfen wir einen gemeinsamen Blick auf das Thema Lasten-E-Bike. Warum der Trend immer mehr zum Autoersatz geht, ob sich eine Anschaffung lohnt und ich gebe euch drei nützliche Tipps für die günstige Anschaffung eines solchen Lasten-E-Bikes. Der Markt an Lasten-E-Bikes wächst gewaltig. Alle Hersteller rüsten aktuell kräftig auf mit neuen Modellen und Varianten. Ich habe euch hier mal zwei Varianten mitgebracht. Einmal das Urban Aero Family und zum anderen das Cargo FS 200. Das Urban Aero Family liegt bei ungefähr 5.000 Euro, das Cargo bei 10.000 Euro. Urban Aero bietet das Family selbstverständlich in verschiedenen Varianten an. Bei dieser Variante haben wir den Bosch Performance Line Motor und einen 500 Wattstunden Akku verbunden mit einer mechanischen Enviolo stufenlosen Schaltung. Außerdem gibt es für das Family verschiedene Zubehörvarianten, wie zum Beispiel den Maxi-Cosi Adapter, eine zweite Sitzbank oder auch für schlechtes Wetter ein Regenzelt. Bei dem Cargo FS 200 gibt es verschiedene Konfigurationsvarianten. Zur Grundausstattung zählt jedoch immer der Cargo-Motor von Bosch in Verbindung mit einem 625 Wattstunden Akku und der automatischen Enviolo-Schaltung. Weitere Besonderheiten bei der Grundausstattung sind zum Beispiel die Federgabel, eine Seilzuglenkung und der Riemenantrieb von Gates. Außerdem könnt ihr einen Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion wählen und für eure Kleinen einen ergonomischen Sitz mit erhöhter Rückenlehne. 10.000 Euro, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, da kann ich mir einen Kleinwagen für zulegen. Aber lasst uns mal auf die Vorteile eingehen. Der erste Vorteil ist zum Beispiel, ihr seid wesentlich flexibler. Das heißt, alleine morgens Kinder zum Kindergarten, zur Schule bringen, ich sehe es selber, mit dem Auto im Berufsverkehr ist immer eine Katastrophe. Mit dem Fahrrad, speziell mit dem Lasten-E-Bike, ist man viel schneller. Oder im Alltag, ihr fahrt zum Einkaufen, mit dem E-Lastenrad kein Problem. Ihr habt kein Parkplatzproblem, ihr kriegt einen großen Einkauf mit für die ganze Familie, wobei die Kiste Hakebäck für Papa auch nicht fehlen darf. Und am Wochenende könnt ihr einfach einen Familienausflug machen. Kinder einpacken, fertig, ab geht's. Auch bei schlechtem Wetter alles kein Problem. Eure Kleinen kommen durch das Regenverdeck sicher, trocken und geschützt ans Ziel. Der nächste Vorteil ist, es kostet dich fast keinen Cent. Bei den heutigen Spritpreisen sucht man ja eh nach günstigen Alternativen. Das Lasten-E-Bike ist diese Alternative. Die laufenden Kosten sind wirklich überschaubar. Ein bisschen Strom, um den Akku zu laden, eine jährliche Inspektion und hier und da mal neue Bremsbeläge, neue Decke. Aber auch hier habe ich später noch ein paar Tipps, um Geld zu sparen. Ein weiterer Punkt ist, du bleibst in Bewegung. Du fährst Strecken, wo du sonst mit Fahrrad nie hingefahren wärst. Du verbrennst Kalorien und wenn du mal einen schlechten Tag hast, schaltest du einfach eine Unterstützungsstufe höher und kommst trotzdem entspannt den Berg hoch. Nicht nur für dich, sondern auch für die Umwelt tust du was Gutes. Selbst wenn du nur ein Schönwetterfahrer bist, trägst du dazu bei, den CO2-Ausstoß zu vermindern und deinem Geldbeutel tut's auch gut. So viel zu den Vorteilen, die ein E-Lastenrad mit sich bringt. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch jetzt auch drüber nach, sich ein E-Lastenrad zuzulegen, weiß aber nicht, wie er dieses finanzieren soll. Dafür habe ich jetzt noch drei Tipps für euch. Tipp 1. Das Stichwort lautet Leasing. Wenn dein Arbeitgeber das Dienstradleasing anbietet, hast du die Möglichkeit, 30-40% gegenüber dem Direktkauf zu sparen. Für die Leasinglaufzeit von 3 Jahren hast du eine sogenannte Vollkaskoversicherung. Das heißt, dein Fahrrad ist gegen Diebstahl, Teilediebstahl, Vandalismus, Sturzschäden pauschal versichert. Außerdem, und da kommen wir wieder auf das Thema Sparen zurück, kannst du durch sogenannte Premium-Pakete dein Fahrrad auch gegen Verschleiß und sonstige Reparaturkosten versichern. Somit hast du unterm Strich und im Idealfall nur die geringe Leasingrate und den Stromverbrauch als Kostenfaktor. Wenn ihr im Vorfeld wissen möchtet, wie hoch eure Leasingrate ausfällt, könnt ihr ganz einfach auf den Seiten der Leasinganbieter über den Leasingrechner diese Rate errechnen. Ich habe euch hier mal 2-3 Seiten verlinkt. Tipp 2. Der Lastenradzuschuss. Ihr habt die Möglichkeit, euer E-Lastenrad fördern zu lassen. Diese Förderung fällt natürlich von Bundesland zu Bundesland oder Region zu Region unterschiedlich aus. Hier in Niedersachsen wären es zum Beispiel 800 Euro. Haben oder nicht haben,
Und das Beste, ihr könnt diese Förderung sogar mit dem Leasing kombinieren. Tipp 3. Kauft jetzt. Wenn ihr aktuell mit dem Gedanken spielt, euch ein E-Lastenrad zuzulegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil, genau wie in diesem Jahr, werden auch nächstes Jahr Preiserhöhungen stattfinden. Das heißt, wahrscheinlich schon zum neuen Jahr werden die Preise für die E-Lastenbikes deutlich nach oben gehen. Sichert euch also jetzt noch in diesem Jahr den alten Preis. Also ihr seht schon, es gibt viele Vorteile, die für ein E-Lastenrad sprechen und gute Möglichkeiten, schnell und günstig daran zu kommen. Wenn ihr zum Thema Lasten-E-Bikes nochmal eine ausführliche Beratung möchtet, bucht gerne einen Termin auf 1817-bünger-bikes.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal für weitere interessante Themen. Ihr habt ein Thema, worüber wir unbedingt ein Video machen sollten? Schreibt's in die Kommentare. Euer Godfather auf E-Bikes. Ich kann ihn nicht ernst machen.